Hallo und herzlich willkommen zu diesem Austausch zur Frage, was geschieht derzeit mit dem Journalismus in Russland? Mein Name ist Verena Kassirje und ich spreche heute mit zwei Journalisten, Carola Schneider vom Österreichischen Rundfunk und Friedrich Schmidt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über diese Frage. Hallo Frau Schneider, hallo Herr Schmidt und herzlich willkommen zu diesem Beitrag der Hanns-Seidel-Stiftung. Ja, was geschieht mit dem Journalismus in Russland? Das ist eine Frage, die ja derzeit die politische Diskussion durchaus beschäftigt. Und ich denke, ich spreche für viele Vertreter aus Politik und Medien, wenn ich sage, dass wir gerne die Situation um den Journalismus in Russland herum besser verstehen möchten. Wir haben hierzulande vom neuen russischen Zensurgesetz gehört, dass die Arbeit von Journalisten, aber auch grundsätzliche Themen wie Pressefreiheit, freie Meinungsäußerung auf die Tagesordnung ruft. Und ich freue mich, dass Sie heute hier Rede und Antwort dazu stehen möchten. Und meine erste Frage richte ich direkt an Sie, Herr Schmidt. Könnten Sie uns bitte erklären, worum handelt es sich denn bei diesem neuen Zensurgesetz? Ja, das ist ein Gesetz, das Anfang März erlassen wurde im Rekordtempo. Das richtet sich nicht nur gegen Journalisten, das ist ganz wichtig, sondern gegen jedermann. Und das ist offenkundig erlassen worden vor dem Hintergrund des Krieges, der ja in Russland nicht so genannt werden darf, sondern eben militärische Spezialoperation oder spezielle Militäroperation oder so. Und da wird eben versucht, dass man wirklich nur Informationen verwendet, die gleichsam aus dem Moskauer Informationsorbit kommen. Also vom Verteidigungsministerium oder aus den Staatsmedien oder aus Ministerien oder so. Und wer das nicht macht, der riskiert also unter diesem neuen Gesetz bestraft zu werden. Das richtet sich offiziell gegen die Verbreitung von Falschinformationen, absichtlichen Falschinformationen über die russischen Streitkräfte. Wer das macht, absichtlich macht, der kann dafür Geldstrafen bekommen oder dann gibt es so Qualifizierungen, also Erschwerungen im juristischen Jargon. Da werden dann ganz schnell 5 bis 10 Jahre draus, wenn man irgendwie seine öffentliche Stellung benutzt oder das aus Hass macht oder so. Das sind sehr schwammige Formulierungen. Also da riskiert man schnell dann wirklich auch eine härtere Strafe. Oder wenn es schwerwiegende Folgen dieser absichtlichen Verbreitung von Falschinformationen gibt, dann sind sogar bis zu 15 Jahre Haft drin. Es gibt auch schon erste Fälle, in denen ganz einfache Demonstranten dann Bußgelder bekommen haben. Also Sie sehen, es richtet sich eben nicht nur gegen Journalisten. Danke, Herr Schmidt. Das scheint ja durchaus sehr schwerwiegend, aber auch sehr weitreichend zu sein, was vielleicht in Deutschland gar nicht immer so verstanden wird. Also wie weit denn dieses Gesetz die Medienlandschaft, aber auch die freie Meinungsäußerung der Bürgerinnen und Bürger in Russland betrifft. Ich richte da meine Frage an Sie, Frau Schneider. Können Sie uns vielleicht den Kontext erklären? Wo kommt denn dieses Gesetz her? Was ist der Hintergrund davon? Nun, der Kontext ist sicher das, was wir momentan in der Ukraine beobachten. Und das, was wir hier in Russland, ich sage wir hier in Russland, weil ich selber in Russland stationiert bin im Moment, nicht so aussprechen dürfen, dann wären wir sozusagen auch schon von diesem Anti-Fake News-Gesetz oder wie immer man es nennen will, betroffen. Es ist offenbar die große Angst da der russischen Behörden und Gesetzgeber, dass das, was jetzt vorgeht in der Ukraine, nicht besonders populär ist. Oder nicht besonders populär sein könnte in der russischen Bevölkerung, wenn sie das volle Ausmaß erfährt. Und daher versucht man jetzt nicht nur oder hat versucht, nicht nur die letzten, es waren ohnehin nicht mehr sehr viele unabhängigen Medien zu blockieren. Seit Anfang März oder Ende Februar sind die letzten unabhängigen Stimmen, die es noch gegeben hat, die eh meistens schon ins Internet verbannt worden sind, blockiert worden, gesperrt worden. Maximal noch über technische Tricks, über VPN-Tunnels erreichbar und auch nur noch die, die aus dem Ausland senden und nicht physisch in Russland stationiert sind. Aber man will auch, dass die Menschen untereinander nicht mehr offen Informationen teilen, dass zum Beispiel keine Videos aus der Ukraine, die im Internet kursieren, geteilt werden, die möglicherweise ein ganz anderes Bild zeigen, als das russische staatliche Fernsehen hier zeigt. Es geht offenbar um die völlige Informationskontrolle. Das betrifft jetzt im Moment vor allem die Aktivitäten der Armee oder wie Friedrich Schmidt gesagt hat, jetzt auch von russischen Behörden im Ausland mit dieser jüngsten noch Gesetzeserweiterung. Aber nachdem das im Moment ja ein sehr wichtiges Thema ist, das die Menschen natürlich bewegt, auch hier in Russland, will man, dass darüber nur so gesprochen wird und nur das als Informationen kursiert, was auch von den öffentlichen Behörden geteilt werden will. Nämlich, das ist eine spezielle Militäroperation, das ist kein Krieg.
Wir nehmen nur militärische Ziele ins Visier, nicht die Zivilbevölkerung. Wenn die Zivilbevölkerung leidet in der Ukraine, dann sind das nicht wir, Russland, die das verursacht haben, sondern die ukrainischen Armeeeinheiten, die von Nazis unterwandert sind, heißt es hier in Russland selber. Das ist einfach die totale Informationskontrolle. Das ist eine Entwicklung, die nicht neu ist. Die beobachten wir seit einigen Jahren, aber sie ist immer schneller geworden und immer stärker geworden und hat jetzt wahrscheinlich einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Dankeschön. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns in dieser Aufnahme vor allem auf den Journalismus fokussieren. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind denn die konkreten Auswirkungen dieses Gesetzes, das Sie geschildert haben? Sie haben den Kontext geschildert und die grundsätzliche Anwendung des Gesetzes. Was sind die konkreten Auswirkungen auf die Journalisten? Herr Schmidt, Frau Schneider hat gerade gesagt, es gibt eine sehr große Unsicherheit über was ist noch erlaubt, was ist nicht erlaubt. Inwieweit beeinflusst das denn die Arbeit der Journalisten in Russland? Ja, ganz stark beeinflusst es natürlich die Arbeit der Journalisten in Russland. Es sind Hunderte von ihnen jetzt geflohen. Es sind ja wohl Hunderttausende Russen geflohen aus Russland. Aber jetzt Hunderte unter ihnen auch Journalisten. Es haben ja auch die verbliebenen unabhängigen Medien zugemacht. TV Deutsch hat Carola Schneider ja erwähnt, TV Rain, Echo Moskwy, der Radiosender Echo Moskau ist ganz wichtig. Jetzt hat auch die Novaya Gazeta ihre Arbeit erstmal eingestellt. Die kennen ja viele auch in Deutschland, diese bekannte Zeitung. Aber überhaupt, gerade wurden die Journalisten von RBK, so einem Wirtschaftsportal, in Urlaub geschickt erstmal. Und wie gesagt, es sind Hunderte geflohen, weil sie eben ja auch teilweise fürchten müssen, retroaktiv rückwirkend zur Verantwortung gezogen zu werden für Dinge, die sie gesagt haben, einfach weil sie noch in den Mediatheken, auf den Websites verfügbar sind und so, weil es ja eben nicht unbedingt so ist, dass etwas schützt, nur weil es der zeitliche Faktor eben davor war oder so. Da herrscht ja auch bekanntermaßen immer eine große Willkür, ne? Also das kommt auch so bei den Leuten an, die empfinden das wie eine, ja, Restalinisierung im Grunde. Also es ist schon wirklich sehr, sehr gravierend, sehr weitreichend. Haben Sie denn selbst auch Auswirkungen gespürt auf Ihre eigene Arbeit? Ja, die Korrespondenten unserer Zeitung sind wie auch anderer Medien haben jetzt erstmal Russland verlassen, natürlich mit dem Ziel, dann auch möglichst schnell wieder hin zurückzukommen. Das handhaben unterschiedliche Medien eben unterschiedlich. Wir sind jetzt erstmal im Ausland und beobachten von da die Lage. Ja. Dankeschön. Frau Schneider, Sie sitzen ja noch in Moskau und im Anschluss an die Verabschiedung des Gesetzes haben aber einige ausländische Mediendienste, wie ja auch gerade Herr Schmidt berichtet hat, erklärt, sie würden ihre Tätigkeit in Russland vorerst auf Eis legen oder zumindest die Journalisten vor Ort abziehen. Mittlerweile scheinen einige von Ihnen ja wieder von Russland aus zu berichten. Wie sehen Sie das? Wie ist dann die Arbeit insbesondere ausländischer Journalisten im Moment beeinflusst? Soweit ich weiß, sind tatsächlich einige der ausländischen Kollegen inzwischen wieder zurückgekommen, beziehungsweise sie sind auch nicht wirklich gegangen, sondern sie haben sich einfach einen Moment angesehen, wie sind diese neuen Bedingungen, was kann man noch mit dem neuen oder unter dem neuen Zensurgesetz machen, was nicht, haben das mit Juristen auch prüfen lassen. Wir vom ORF haben uns dafür entschieden, jetzt einmal nicht abzuziehen, sondern hier zu bleiben. Und das ist auch eine Meinung, die ich sehr stark teile, dass es trotz der schwierigen jetzt Bedingungen einfach wichtig ist, im Land zu bleiben. Es ist einfach wichtig, solange es geht, aus Russland zu berichten und nicht nur über Russland zu berichten. Aber wie wird unsere Arbeit beeinflusst? Sie wird natürlich beeinflusst. Wir können einfach bestimmte Themen nicht mehr so berichten, wie wir möchten, von hier aus. Wir haben uns jetzt auf eine Art Arbeitsteilung geeinigt mit den Kollegen in Wien in der Zentrale, dass bestimmte Themen, die eben die russische Armee betreffen, wo wir Dinge aussprechen müssten, die wir einfach in unserer Rolle als objektive Journalisten auch aussprechen müssen, hier aber nicht dürfen in Moskau,
um nicht unsere Präsenz hier zu gefährden und uns strafbar zu machen. Solche Themen lagern wir nach Wien aus in die Zentrale, die werden dort kommentiert. Also beim Hörer und Seher kommt trotzdem das objektive Bild der Ereignisse an. Aber um uns nicht zu gefährden, um uns nicht strafbar zu machen, um nicht zu riskieren, dass wir hier das neue Gesetz zu verletzen, müssen wir bei manchen Themen einfach aufpassen. Und wir klären auch immer wieder die Hörer und Seher selber darüber auf, falls die sich wundern. Aber uns ist es jetzt einfach einmal wichtig, physisch hier zu bleiben. Es gibt noch genug Themen, die berichtet werden müssen und sollen und die nicht unter das Zensurgesetz fallen. Wären wir nicht mehr hier, könnten wir auch die nicht mehr beleuchten. Das ist im Moment eine Kompromissvariante, die wir im ORF für richtig finden. Die macht uns alle nicht glücklich. Und wir hoffen, dass es auch bald wieder möglich ist, alle Themen offen in Russland selbst oder sich in Russland selbst befindlich ansprechen zu dürfen. Es steht aber auch zu befürchten, dass das nur der Anfang ist, dieses Zensurgesetz, also dass das nur die Armee betrifft, unter Anführungszeichen nur die Armee und russische Behörden im Ausland. Es könnte natürlich sein, dass das, wenn dieser Trend weitergeht, künftig auch andere Themen betreffen wird, wenn dann irgendwann einmal auch die russische politische Führung betroffen wird, wenn man nicht mehr sagen darf, was jetzt Präsident Putin tut, wenn man das nicht mehr so kommentieren darf, wie wir das möchten, sondern nur noch so, wie er das selber sieht, also dann haben wir schon ein Problem, noch ein größeres Problem mit dem Berichten. Im Moment versuchen wir diesen zugegebenermaßen nicht schönen Eiertanz von hier aus zu kommentieren, was wir dürfen, ohne das Gesetz zu verletzen und gewisse Dinge nach Wien auszulagern. Danke, ja, also es ist natürlich interessant, dass wir das jetzt alles so kritisch beleuchten hier und dass wir dann natürlich sagen, das sind Einschränkungen der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, aber wir gar nicht so viel darüber hören, wie das eigentlich vor Ort aufgenommen wird oder vielleicht ist das auch eine sehr deutsche Perzeption. Herr Schmidt, wie sieht das denn eigentlich in der russischen Bevölkerung aus? Weiß man dort gemeinhin um dieses Gesetz und wie steht man dazu? Ich habe nicht den Eindruck, dass man da, also abseits dieser betroffenen Kreise, dieser, sagen wir mal, dieser liberalen Minderheit, die jetzt auch zu Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden das Land verlässt, dass man das besonders mitbekommt. Das ist nämlich kein so großes Thema in den Staatsmedien. Da ist es natürlich, da werden solche Sachen nicht so beleuchtet, ne? Solche problematischen Aspekte, die Tatsache, dass es eventuell auch Leute gibt, die mit der Linie der Führung nicht einverstanden sind. Das sind ja jetzt, Putin hat neulich Nationalverräter gesagt, da gibt es so eine ganz starke Polarisierung. Aber natürlich bei den Leuten, die das Ganze etwas wacher verfolgen, die jetzt nicht nur diese Wagenburg-Mentalität haben, die ja auch die Führung ganz gezielt schürt, so das Ausland will uns platt machen, wir müssen uns jetzt um den Führer scharen und so. Diese Leute, die haben das natürlich die Zeichen der Zeit erkannt, deswegen sind ja auch so viele jetzt ausgereist oder ich kenne auch viele meiner Freunde, die sind in so einer Art, ja, Schockstarre, ne? Die können nicht weg, die haben ihre Eltern da, die haben ihr Leben da, die haben ihre Immobilien da, die haben ihre Arbeit da, die können nicht einfach so, oder die scheuen noch davor zurückzugehen, aber die haben große Angst, dass jetzt für irgendwelche Social-Media-Äußerungen, die sie gemacht haben, irgendwie zur Verantwortung gezogen zu werden, belangt zu werden. Das gibt es natürlich auch und diese Leute kriegen das natürlich schon mit, ja, klar, an die richtet sich das ja auch. Ja, das sind natürlich sehr dunkle und schwierige Aussichten, die Sie da skizzieren. Herr Schmidt, eine letzte Frage noch an Sie. Glauben Sie denn, dass sich das in absehbarer Zeit ändern könnte oder sehen Sie, dass sich das eher verschlechtern wird, das Bild? Ja, Carola Schneider hat ja gerade schon gesagt, dass zu befürchten ist, dass diese Zensurmaßnahmen sich auch auf ja, andere Sachen, eben innerrussische Aspekte ausweiten. Ich glaube, die Tendenz des Regimes ist eher, dass man immer noch mehr Kontrolle anstrebt. Da ist eine riesige Paranoia da, die auch wachsen wird in dem Maße, in dem die wirtschaftliche und soziale Lage in dem Land sich verschlechtert. Und sie wird sich unweigerlich verschlechtern. Das ist eine Folge der Sanktionen, auch eine Folge der Entwicklungen, die es ja schon lange vor dem jüngsten Krieg jetzt gab. Da gab es ja durchaus auch wachsende Unzufriedenheit immer mal wieder. Das hing dann zusammen mit so sozialen Faktoren wie einer Erhöhung des Renteneintrittsalters oder jetzt zuletzt auch der Teuerung,
die schon vor dem Krieg ein großes Problem war. Also wenn dann da die Unzufriedenheit steigt, dann wird die Reaktion nicht sein, so wie das Regime jetzt angelegt ist, doch auch mal wieder ein bisschen mehr zuzulassen, sondern einfach immer noch mehr Leute wegzusperren, immer noch mehr Repressionsgesetze zu machen. Denn diese Tendenz haben wir gesehen, nicht in den letzten 5 Jahren, sondern in den letzten 10 Jahren eigentlich. Und deswegen sehe ich da eigentlich leider Gottes keine Hoffnung auf eine Lockerung wieder. Natürlich kann man sagen, dass wenn der Krieg dann auf die eine oder andere Weise endet, dass dann vielleicht man gucken kann, was dann passiert. Aber ich sehe jetzt auch nicht so bald da ein Ende in Sicht. Es ist momentan einfach alles sehr wolkig und sehr unklar, aber eine Hoffnung auf Lockerung sehe ich derzeit nicht. Ja, Frau Schneider und Herr Schmidt, ich bedanke mich bei Ihnen beiden recht herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, mit uns über dieses schwierige und einschneidende Thema des Journalismus, aber auch grundsätzlich des Zensurgesetzes derzeit in Russland zu sprechen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Tschüss, auf Wiedersehen und vielen Dank. Dankeschön. Wiedersehen nach Deutschland. Wiedersehen. Tschüss.